Wo war Deutschland? In Weimar? In Berlin? Einmal war es an der Front, aber die Front zerfiel. Dann sollte es in der Heimat sein, aber die Heimat trug. Es tönte in Lied und Rede, aber der Ton war falsch. Man sprach von Vater und Mutterland, aber das hatte der Neger auch. Wo war Deutschland? War es beim Volk? Aber das schrie nach Brot und wählte seine dicken Bäuche. War es der Staat? Doch der Staat suchte geschwätzig seine Form und fand sie im Verzicht. Deutschland brannte dunkel in verwegenen Hirnen. Deutschland war da, worum es gerungen wurde. Es zeigte sich, wo bewährte Hände nach seinem Bestand griffen. Es strahlte grell, wo die Besessenen seines Geistes um Deutschlands Willen den letzten Einsatz wagten. Deutschland war an der Grenze. Die Artikel des Versailler Vertrages sagten uns, wo Deutschland war. Wir waren für die Grenze geworben. In Weimar hielt uns der Befehl. Wir schützten raschelndes Paragraphenwerk und die Grenze brannte. Wir lagen in madigen Quartieren, aber im Rheinland marschierten französische Kolonnen. Wir schossen uns mit verwegenen Matrosen herum, aber im Osten brandschatzten die Polen. Wir exerzierten und stellten Ehrenkompanien für Regenschirme und weiche Filzhüte. Aber im Baltikum traten zum ersten Mal wieder deutsche Bataillone zum Vormarsch an. Am 1. April 1919, am Geburtstage Bismarcks, die Rechtsparteien hielten patriotische Feiern ab, verließen wir, 28 Mann, Leutnant Kai an der Spitze, Weimar und die Truppe, ohne Kündigung und Befehl, und fuhren nach dem Baltikum.